werden hier einen Flächeninhalt als Integral berechnen und das mit diesem Taschenrechner. Angegeben werden diese Funktion zweiten Grades f, die grafisch dargestellt wird durch diese Parabel, und diese Funktion g dritten Grades, die hier ebenfalls grafisch dargestellt wird. Was wir suchen, das ist der Inhalt von dieser eingeschlossenen Fläche. Wir suchen also den Inhalt dieser gelb schraffierten Fläche. Dazu brauchen wir zuerst die Abszissen der Schnittpunkte beider Graphen. Diese sind 1 und 3. Der Flächeninhalt, den wir suchen, der wird berechnet durch das Integral von 1 bis 3 von der oberen Funktion, also f von x, minus der unteren Funktion, also g von x. Und diese Differenz von den zwei Polynomen brauchen wir noch nicht mal selbst auszurechnen. Wir können dieses Integral, so wie es da steht, in diesen Casio-Taschenrechner eingeben. Und das macht man durch diese Taste, durch die Integraltaste. Ich tippe drauf, tipp. Jetzt wartet Casio zuerst mal auf die Funktion, die er integrieren soll. Die tragen wir jetzt schön sauber ein, indem wir die Klammern schön respektieren. Also zuerst mal die große Klammer wird geöffnet, tipp. Jetzt wird die kleinere Klammer geöffnet, tipp. Jetzt geben wir dieses Trinom ein, minus x hoch 2 plus 4x minus 2. Wir schließen diese Klammer, Klammer zu. Dann minus, jetzt öffnen wir die nächste Klammer, Klammer auf, und geben ein x hoch 3, also x hoch 3. Nur hier müssen wir aufpassen, nicht jetzt einfach weiter tippen, denn dann tippt Casio das im Exponenten weiter. Wir fahren jetzt um eine Stelle mit der Kursortaste nach rechts, so, damit wir weiter eingeben können, minus 3. X Quadrat minus x plus 4. Jetzt schließen wir diese Klammer, Klammer zu, und schließen auch noch diese Klammer, nochmal Klammer zu. Jetzt müssen wir noch 1 und 3 eingeben. Wir geben die 1 ein, indem wir mit der Kursortaste um eine Stelle nach unten fahren, tipp. Schon springt Casio auf dieses untere Feld, indem wir die 1 eingeben, tipp, und jetzt Kursortaste nach oben, tipp, da oben geben wir jetzt die 3 ein, tipp, und jetzt fahren wir mit der rechten Kursortaste nach ganz rechts, und nach der Enter-Taste wird dieser Flächeninhalt angezeigt. Ich tippe auf Enter, Enter, der Taschenrechner findet 16 Drittel. 16 geteilt durch 3, das macht 5 und ein bisschen. Was also bedeutet, dieser Flächeninhalt hier, der ist 5 und ein Drittel mal dieses Einheitsquadrätchen. Was größenmäßig stimmen könnte. Dieses Quadrätchen passt mehr als 5 mal da hinein, aber bestimmt nicht 25 mal. Hätten wir hier 25 gefunden, dann wären wir sicher, dass irgendwo ein Fehler ist. 16 Drittel scheint richtig zu sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne liken. Und wenn ihr mehr über Mathematik erfahren wollt oder über den Umgang mit diesem Taschenrechner, dann könnt ihr gerne in meinem YouTube-Kanal stöbern oder ihn vielleicht auch abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like sowie über jeden Abonnenten.